Was geht ab, meine Damen und Herren? Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge unseres Abenteuers in Yu-Gi-Oh! Duel Links. Heute geht es um Traptrix, die Fallenstellerin, auf die ich mich persönlich schon sehr freue, weil ich von vielen Leuten gehört habe, dass das ein Deck ist, was super gut ist, um andere Leute zu nerven. Yay. Also, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefällt. Wenn ihr mich unterstützen wollt, würde mich sehr freuen. Und kleine Ankündigung heute Abend, ich weiß nicht genau wann, aber im Laufe meines Livestreams, Link in der Beschreibung, wird es auf jeden Fall nochmal einen kleinen Duel Links Part geben. Also, falls das was für euch ist, wir werden Rockets wahrscheinlich ausprobieren und testen, könnt ihr natürlich gerne einschalten. Thank you. Ansonsten, Fallenstellerin, Leute. Auch wieder ein Deck, welches Support bekommen hat mit neuen Karten, die released worden sind und einem neuen Skill. Und in dem Fall ist es der Boden der Fallenstellerin. Boden der Fallenstellerin sorgt dafür, dass wir einmal pro Spielzug während unserer Main Phase ein Fallenstellerin-Monster von unserer Hand auf unsere Spielfeldseite spielen können. Heißt also, damit kriegen wir eine zusätzliche Normalbeschwörung in dem Fall mehr oder weniger. Aber was man dazu sagen muss ist, wenn man den Skill in Duel Links benutzt, gibt es keine Möglichkeit, direkt danach zu interagieren. Das heißt also, man hat danach eine Möglichkeit, das Monster sicher aufs Spielfeld zu bekommen, um dann zum Beispiel zu exceeden und erst dann kann der Gegner reagieren. Keine Ahnung, ob das bei Fallenstellerin relevant sein kann, es ist aber wichtig, diese Mechanik in Duel Links zu verstehen. Und zusätzlich dazu können wir einmal pro Spielzug während unserer Main Phase ab dem zweiten Spielzug eine Fallenstellerin-Monster oder normale Fallgrubenkarte von unserer Hand auf den Friedhof legen und dann fügen wir von außerhalb unseres Decks eine heimtückische Fallgrube unserer Hand hinzu und anschließend können wir unserer Hand einen Fallenstellerin-Monster oder eine normale Fallengrubenkarte von unserem Deck hinzufügen. Also Search plus Treacherous Trap Hole. Very, very nice, kann ich nur in dem Fall sagen. Und wir müssen diese Karte dann also nicht in unserem Main Deck spielen, was so viel bedeutet wie, wir haben sie immer im Turn 1 und wir können sie nicht nachziehen, weil in einem Fallendeck wäre die Karte natürlich useless, denn wir können sie nur aktivieren, falls wir keine Fallenkarte in unserem Friedhof haben. Wichtig. Was machen denn jetzt aber die Fallenstellerinnen allgemein? Naja, es ist ein fallenbasiertes Deck und die Fallenstellerinnen haben alle den Effekt, dass sie von normalen Fallgrubenfallenkarten und Weißes Loch unberührt bleiben. Das heißt also, so eine Treacherous Trap Hole, die jetzt zum Beispiel eine Fallenstellerin-Karte von uns targetet und eine Karte vom Gegner, würde nicht unsere Fallenstellerin-Monster zerstören, weil sie ja natürlich unberührt davon bleiben. Zusätzlich dazu haben sie eigentlich immer nochmal einen Downside, meistens bei einer Normalbeschwörung. In dem Fall ist es bei Mirmlio so, dass wir bei einer Normalbeschwörung unserer Hand eine normale Fallengrubenkarte von unserem Deck hinzufügen können. Sehr simpler Effekt, sehr simpler Searcher. Und falls diese Karte als Spezialbeschwörung beschworen wird, können wir sogar eine Zauber- oder Fallenkarte wählen, die unser Gegner kontrolliert und diese zerstören. Also Mirmlio, definitiv tolle Karte. Die nächste Karte, die wir haben, ist Mantis. Wenn diese Karte normal beschworen wird, können wir unserer Hand einen Fallenstellerin-Monster von unserem Deck hinzufügen. Und diese Karte bleibt auch wieder von den Karten des Gegners unberührt. Und einmal pro Spielzug können wir als Schnelleffekt eine gesetzte Zauber- und Fallenkarte wählen, die wir kontrollieren. Wir geben das gewählte Ziel auf unsere Hand zurück und dann können wir eine Zauber- und Fallenkarte von unserer Hand setzen. Also auch hier wieder die Möglichkeit zum Beispiel, um Backrow rumzuspielen, was ganz geil ist. Wir können dann nämlich zum Beispiel um MST, CC etc. rumspielen. Wir bauen uns dann einfach die gesetzte Karte weg und setzen eine andere Karte dafür und können halt je nachdem, was unser Gegner selber jetzt auch macht oder spielt, so ein bisschen durchschaffeln mit unseren Karten. Zusätzlich dazu ist sie natürlich ein Searcher für unseren Skill. Sehr, sehr, sehr guter Starter in dem Fall auch. Wir haben Dionai, die, wenn sie normal beschworen wird, einen fallenstellenden Monster von unserem Friedhof wählt und das beschwört. Und wenn diese Karte als Spezialbeschwörung beschworen wird, können wir eine normale Fallgrubenkarte von unserem Friedhof wählen und diese aufs Spielfeld setzen. Beziehungsweise sie geht dann aber auch in der Endphase wieder weg, wenn wir da nichts mitmachen. Also auch hier wieder eine Möglichkeit, Fallenkarten immer zu recyceln. Draptrix kann das wirklich sehr, 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 sehr gut. Wir haben noch Genlisia, die ebenfalls einen Effekt hat, genauso wie die ganzen anderen fallenstelleren Karten, aber darauf will ich gerade nicht mehr eingehen. Wichtiger ist zum Beispiel, dass man mal guckt, was machen denn zum Beispiel neue Fallgrubenkarten? Wir haben Zeitraumfallgrube. Wenn der Gegner ein Monster oder mehr Monster als Spezialbeschwörung von der Hand oder dem Extra-Deck beschwört, mischen wir das oder die Monster ins Deck, dann verliert er für jedes zurückgelegte Monster 1000 Lifepoints. Sehr, sehr, sehr starke Karte, gerade weil jetzt natürlich Spezialbeschwörungen sehr in sind. Wir haben die Fallgruben-Albtraum der Fallenstellerin-Karte, die Möglichkeit, die uns gibt, Effekte eines Monsters, das als Spezialbeschwörung beschworen wurde, zu annullieren. Und falls wir dies tun, zerstören wir die Karte ebenfalls. Und gerade weil es alles Fallgrubenkarten sind, können wir die natürlich mit unseren Effekten unserer Karten immer recyceln. Zwei Bossmonster bzw. Exceed-Monster, auf die ich noch gern eingehen möchte, sind zum Beispiel Fallenstellerin Alomerus. Die braucht zwei Monster der Stufe 4. Also Traptrix-Monster in dem Fall, bleibt ebenfalls von Fallenkarten unberührt und hat folgende Effekte. Wir können zwei Materialien von dieser Karte abhängen. Wir beschwören ein Insekt oder Pflanzenmonster der Stufe 4 als Spezialbeschwörung von unserem Friedhof.
Heißt also, wir kriegen dadurch die Möglichkeit, halt die Spezialbeschwörungseffekte von unseren Trap-Tricks-Karten zu triggern. Und falls ein oder mehr Monster des Gegners das Spielfeld durch einen Karteneffekt verlassen und jetzt im Friedhof liegen oder verbannt sind, können wir ein Material von dieser Karte abhängen, um dann eins von ihnen zu wählen und es als Spezialbeschwörung zu beschwören. Gilt halt in dem Fall zum Beispiel Karten wie unserer bodenlosen Fallgrube oder zum Beispiel auch die leeren Fallgrube. Also auch hier wieder Möglichkeiten, die basieren, je nachdem, was für Fallenkarten wir natürlich auch haben. Und viel wichtiger ist jetzt natürlich Rafflesia. Rafflesia ist das große Bossmonster in dem Fall. Super, super nervig. Habe ich auch schon in Master Duel ein paar Mal bekämpfen müssen. Bleibt von Fallenkarten unberührt. Kann nicht als Ziel getargetet werden. Für Kampf oder durch Karteneffekte zerstört werden. Falls wir ein anderes fallenstellenderen Monster kontrollieren. Und der Gegner kann keine fallenstellenderen Monster, die wir kontrollieren, als Ziel für Karteneffekte wählen, außer sie. Aha, aber sie kann halt dadurch nicht zerstört werden, was auch wieder ziemlich toxisch ist. Und einmal pro Spielzug, während des Spielzugs eines beliebigen Spielers, können wir ein Material von dieser Karte abhängen, um eine normale Fallgrubenkarte von unserem Deck auf den Friedhof zu legen. Und dieser Effekt wird dann derselbe wie der Effekt der Fallenkarte, wenn die Karte aktiviert wird. Was ziemlich crazy ist, weil dadurch haben wir Zugriff auf unser ganzes Extra-Deck. Und wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir brauchen eine Zeitfallgrube oder so, ja, hat Rafflesia den Effekt, was wie gesagt ziemlich stark ist. Ja, das auf jeden Fall zu dem Deck. Es ist meiner Meinung nach ein sehr nerviges Deck wahrscheinlich, wenn man dagegen spielt, aber auch irgendwie ein Deck, was, wenn man es selber spielt, ganz lustig sein kann. Also wie so oft bei toxischen Decks. Toxische Decks machen ja eigentlich immer nur einem Spieler Spaß in der Regel und in dem Fall wären wir das hoffentlich. Oder sind wir das hoffentlich. Es wäre zumindest sehr, sehr, sehr wünschenswert. Schauen wir mal. Was wird? Was wird? Nee, also Hand aufs Herz. Ich habe keine Ahnung, was wir mit dem Deck so Schönes machen können. Ich weiß es wirklich nicht. Wir lassen uns jetzt einfach mal überraschen. Also, mein Skill ist live, ja? Ich kann jetzt also das Board flooden, mehr oder weniger, aber ich kenne auch die Kombos nicht. Du kannst die Karte als ein normaler Fallengrube in deinem Friedhof wählen, setze sie. Also, ich würde jetzt prinzipiell sagen, wir beschwören erstmal Myrmleo, weil wir unsere Kombo ja schon auf der Hand haben. So, und dann können wir... Ich meine, wir spielen gegen Kite. Was macht gegen Kite Sinn? Eigentlich sämtliche Fallenkarten. Nehmen wir doch mal die Zeitraumfallgrube. So, dann können wir den zweiten Effekt nicht nutzen. Das ist erst ab der zweiten Runde. Wir könnten aber den ersten Effekt nutzen. Heißt also, wir kriegen eine zusätzliche Karte aus Feld. Es ist jetzt keine Normalbeschwörung, ne? Nein, es ist keine Normalbeschwörung. Und jetzt können wir halt nochmal Exit beschwören. Jetzt ist halt die Frage, in was wir gehen wollen. Wenn ich die spezial beschwöre? Also, vielleicht hätte ich auf Mantis gehen sollen. Ich überlege gerade, ist es Rafflesia in dem Fall? Also ist es immer Rafflesia? Gehen wir auf Rafflesia. So. Rafflesia it is. Zeitraumfallgrube. Und wir passen. Keine Ahnung, ob das das Bestmögliche ist, was ich machen kann, aber ich meine, wir haben die Krähe, wir haben Zeitraumfallgrube und wir haben jetzt Rafflesia. Galaxiesoldat, wir warten jetzt einfach mal ab. Zeitraumfallgrube brauchen wir noch nicht. Ich meine, Rafflesia kann zum Beispiel jetzt in Wasserloch. Hätte jetzt in Wasserloch-Fallgrube gehen können, oder? Oder halt auch in die leeren Fallgrube. Oder halt auch in die Wasserloch-Fallgrube. Also, wir haben Optionen. Aber wir warten jetzt grundsätzlich mal ab. Schon ziemlich toxisch, wenn ich das mal so sagen darf. Sehr toxisch. Und der Gegner hat keine Lust. Okay, ich kann es irgendwie verstehen. Ich meine, wir haben super viele Möglichkeiten, ihn jetzt hier zu nerven. Und ja, Rank Up mit Trap Tricks. What? Muss ich mir vielleicht sogar King of Games holen diese Season mit
63 Siegen. Oh, das ist super wenig. So, heute ist Mittwoch. Mittwoch, Donnerstag, Freitag. 3 Tage hätte ich noch für 37 Siege. Dass ich zumindest meine 100 Wins jeden Monat habe. Ha? Ha? Wir gucken mal. Wir gucken mal, was da so geht. Yuto gegen Soulburner ist jetzt hier erstmal der nächste Schritt. Okay, okay. Rebellion des Räubers? Ja, Rebellion des Räubers. Okay. Du willst mir also auf den Sack gehen. Ich merke schon. Du kannst einen Fallschirm an deinem Freund beschwören. Okay. Was würde ich denn jetzt hier in dem Fall gerne machen wollen? Also, ich würde wahrscheinlich Mantis beschwören. Das ist das Beste, was ich machen kann. Mantis aktiviert ihren Effekt. Das ist jetzt die Frage, was lohnt sich hier am ehesten? Kannst du die Karte als Tribut anbieten? Setze 2 normale Fallgrubenkarten unterschiedlich. Die haben eine von deinem Deck und eine von deinem Friedhof, aber verbanne sie, wenn sie das Spiel verlassen. Das ist eher so eine Counterkarte. Was macht denn Nefentes? Von normalen Fall. Du kannst weiter von deinem. Falls. Dann wird es wahrscheinlich auf Mirmleo hinauslaufen. Pass auf. Effekt von dir. So dass wir probably Mirmleo aus Feld bekommen. Und dann geht's einfach auf. Es macht erst in den zukünftigen und OTK-Situationen Sinn. Es ist eigentlich immer Rafflesia. Du willst im Turn 1 eigentlich immer auf Rafflesia gehen. Ja. Nur, dass du vielleicht ein paar mehr Backrow-Karten und Handtraps etc. haben möchtest. Genau. Ja. So machen wir das. So machen wir das. Genau so und nicht anders. So, Book of Moon ist natürlich ein übelster Trap-Tricks-Counter. Na, Book of Moon ist sehr nervig und generell sowas wie Droplet und so müsste ja funktionieren. Weil ich habe ja jetzt keine anderen Fallenstellerinnen-Karten. Okay. Jetzt hol dir mal deine Ressourcen, kein Problem. Fester Wille des Überlebenden ist auch okay. Das interessiert mich gerade überhaupt nicht. Okay. Und die beschmutzten Beinschienen. Also sobald das Rank 3er Monster kommt, gibt es die Wasserloch-Fallgrube. Aber sowas von. Aber erstmal muss das Stufe 3 Monster kommen. So. Ja, ist okay, ist okay. Oder ich mische die Karte ins Deck. Das würde prinzipiell auch funktionieren. Okay, okay, Gegner zieht eine Karte. CC, ja, das ist natürlich absolut widerlich. Och, das ist natürlich absolut widerlich. Brother, vor allen Dingen, den hat er gerade über den Skill gezogen. Das macht die Sache jetzt natürlich noch unangenehmer. Okay. Lumpige Handschuhe, nochmal was ins Grave. Flügel. Das heißt, du kannst Karten beschwören. Normal beschworen hat der Gegner auch noch nicht, ne? Nee. Sordo. So, Rafflesia-Effekt. Wir schicken dich in den Friedhof. Und wir kopieren den Effekt von Zeitraumfallgrube. So dass die Karte jetzt reingemischt wird. Aber die. Ja, der CC war schon mies. Weil ab hier kann der Gegner jetzt weiterspielen. Ja, ab hier kann der Gegner jetzt weiterspielen. Also Cosmic Cyclone war hier schon wirklich sehr, sehr, sehr toxisch.
Okay, leise Stiefel, Special Summon. Er hat den Rangsteigerungszauber in der Hand. Also wenn er jetzt noch ein Monster normal beschwören kann, und ich glaube, die Normal Summon ist noch drin. Das ist einfach toxisch gewesen, der CC. Sonst hätte ich jetzt hier die nächste Beschwörung auch negieren können. Und dann wäre es halt wirklich das Ganze gewesen. Ja. Schade. Cosmic Cyclone seals the deal. 1, 2. Ist okay, Chef. Ist okay. Du bist, was soll ich sagen? Ein guter Spieler. Ja? Kann ich nicht anders sagen. Ein guter Spieler ist er. 1, 2. Wir geben auf. Der braucht mir zu lange. Na, da kommt jetzt einfach der OTK und GG. Ich meine, eine Krähe, eine Didi-Krähe wäre jetzt hier natürlich auch ganz schön stark gewesen, aber machst du nix? Satz mit X. Das war das Herz der Karten. Das Herz der Karten hat dem Gegner jetzt hier wahrlich geholfen. Und mir war das Herz der Karten nicht treu. Okay. Wir blicken nach vorne. Joe Wheeler gegen Soulburner. Take 2. Beziehungsweise 3 in dem Fall. Und diesmal agieren wir als drittes. Also mal gucken, wie... Als drittes? Ha? Drei-Spieler-Duell? Ne, als zweites. Und diesmal gucken wir mal, wie es laufen wird hier. So, wir haben die Krähe. Zweimal in der Hand. Gegen ein Shiranui-Deck. That's crazy, man. Da haben wir uns zu Shiranui-Stil-Friedhof. Für den Rest. Okay. Shiranui-Stil-Feierlichkeit. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn, wenn ich das mal sagen darf. Eins, okay. Ist der Skill nicht live? Warum kann ich gerade meine Krähe nicht aktivieren? Okay. Das heißt, wir verbannen jetzt beide Spektralschwerter. Oder beide Spektralschwerter werden verbannt. Und dafür kriegst du ein Shiranui-Monster in deinen Grave. Okay. Gucken wir mal, welches es sein wird. Weil das könnten wir dann theoretisch auch noch verbannen. Da muss er jetzt überlegen. Da muss er überlegen, der Gegner. Hä? Okay, knapp hin. Die können wir erstmal lassen. Die macht nämlich Standalone nix. Buch des Lebens. Also ich könnte die Knappin jetzt auch wieder verbannen. Weil die Knappin, die macht ja eigentlich gar nichts in dem Fall. Also die macht ja wirklich nichts. Die macht ja nur was, wenn die normal beschworen wird. Ich glaube, ich lasse es durchgehen. Weil sie macht ja, wie gesagt, nichts, die Knappin. Sie macht actually gar nichts. Ja, Endface. Stark. Dann ziehen wir eine Karte. Nefantis. Du kannst ein falscher. Falls du eine normale Fallgrube oder weißes Lockkarte aktivierst, bla bla bla. Ah, die ist es jetzt nicht so wirklich. Beschwören wir mal Visikulo. So. Dann gibt's unseren Skill. Einfach im Spielzug mit deiner Mainphase auf dem zweiten Spielzug. Du kannst eine Fallenstein-Monster oder normale Fallengrubenkarte von deiner Hand auf den Friedhof legen. Ach, wait. Ach, das wäre natürlich jetzt big gewesen. Das wäre jetzt natürlich big gewesen. Was hast du da gemacht, Ragor? Was hast du da gemacht, Ragor? Eieiei. Eieiei. Anschließend kannst du deiner Hand eine Feinstellung-Monster oder eine normale Feinstellung-Monster von deinem Deck hinzufügen. Moment.
und dann von deinem Deck eine heimtückische Steuerung von außerhalb deines Decks. Ach so, so funktioniert das. Never mind. Okay, wait. Dann habe ich nichts gesagt. Aber das hätte man jetzt hier ganz anders machen können. Das war wirklich so ein richtiger. Das war ein Brother U-Moment. Das war wirklich ein Brother U-Moment. Okay. Alomerus. Aber wir könnten jetzt in Alomerus gehen und nicht in Rafflesia, damit wir halt ein OTK haben, ne? Passt auf. Wir aktivieren den Effekt. Wir schicken beide in den Grave. Und holen dann einfach. Aber das triggert ja nur bei der Normalbeschwörung. Kannst du noch mal an deinem Friedhof wählen? Ne, das bringt mir auch nichts. Dann holen wir halt eine Fentes. So. Ja. Der macht halt Trample Damage und mehr nicht, ne? Ah, ne. Das hätte man anders machen können. Das hätte man ganz anders machen können. Ach, ärgerlich, Mann. Ach, das hätte man ganz anders machen können. Nervig. Aber zumindest wird die Zeitraumfallgrube gleich einiges machen. Da bin ich mir sicher. Ach, das war ärgerlich, Mann. Verbanne ein Zombie-Monster von deinem Friedhof, bla bla bla, ist okay. Mhm. Das ist in Ordnung, Gegner zieht eine Karte, schmeißt eine Karte ab. Das ist fein. Ja, die Zeitraumfallgrube, die wird hier carryen, da bin ich mir sicher. Und meine Didi-Krähe natürlich auch. Oh, CC abgeschmissen. Oh, okay. Hast du also die richtige Karte gefunden, lieber Gegner? Das muss ja jetzt irgendwas mit dem Skill zu tun haben. Ich glaube, der Skill heißt in dem Fall, ich gebe auf. Mach's gut. Arrivederci. Thanks for being here. So. Nächster Halt. Ergebnisbooster. Und weiter geht's. Die Trap-Tricks-Armee. Sie marschiert. Ho, 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 ho. Okay, so langsam kriege ich ein Gespür für das Deck. Ich wollte gerade sagen, dass die heimtückische Schwallgrube doch ziemlich nicht ins Gewicht fällt, weil du den Skill halt erst in der zweiten Runde aktivieren kannst, aber doch, es könnte ganz nice sein. Rebellion des Räubers. Okay, Didi-Krähe, alles klar. Okay. Looking good, man. Didi-Krähe gegen das Deck vom Gegner. Definitiv praktisch. Aber sehr wenige von den Agent-Decks, ne? Also die Agent-Decks, die sind hier nicht so breit so weit verbreitet. Da haben wir eher die Decks hier. Jetzt einer nicht. Ist das schon der Banish? Jetzt muss ich mal überlegen. Nee. Er hat den Verdrummelter der leisen Stiefel. Das ist okay. Mhm, da sind sie, die leisen Stiefel. Es ist immer wieder erstaunlich, wie konsistent dieses Deck wirklich ist, ne? Es ist echt erstaunlich. Aha. Mehr nicht? Alright. Dann halt nicht. Okay. Wir starten, denke ich, mit Mirmleo. Aktiviere gleich den Effekt von Mirmleo.
holen uns die Wasserlochfallgrube auf die Hand. Und jetzt können wir ja an dem Punkt... Genlisea aus Feld holen. Und zumindest schon mal in Rafflesia gehen, denke ich. 1, 2, so. Und wir nehmen dann einfach den defensiven Approach. Ja, finde den defensiven Approach eigentlich gegen das Deck vom Gegner super. Wird halt sehr stall-lastig, aber ich find's in Ordnung. Ja, ich find's in Ordnung. Wobei auf der anderen Seite, der kriegt halt noch den Trigger, ne? Der Phantomritter des zerbrochenen Schwerts, der kriegt halt noch seinen Trigger. Kann ich ja auch gar nicht negieren mit ihr, weil da ja nichts beschworen wird. Die Fallgruben, die triggern ja erst bei Beschwörung. Ah, von daher hätte ich ihn vielleicht doch irgendwie loswerden müssen. Oder ich hätte die heimtückische Fallgrube suchen müssen. Gucken wir mal. Die Wasserlochfallgrube ist hier auf jeden Fall strong. Weil wenn ich jetzt hier die Wasserlochfallgrube benutze, sind die beiden zugeflippt und der Gegner hat 2 useless Slots. Außer, okay, das ist fein. Es ist in Ordnung. So, die werden zugeflippt und jetzt hat der Gegner 2 tote Slots. Have fun. Jo. Have fun. Das ist gut. Das ist sehr gut für mich. Nochmal MST. Triple MST. Okay, das ist disgusting. Das ist super disgusting. Okay, fester Wille des Überlebenden macht jetzt gar nichts. Okay. 800 Damage. Ja, hol dir mal den Rank-Up-Spell. Ich meine, er hat sich jetzt so ein bisschen zugebaut, I guess. Ah, aber er könnte ihn Attack geben. Das macht es dann natürlich wiederum blöd. Okay, 800 Damage. We take those. We take those. Das ist in Ordnung. Dann ziehen wir jetzt eine Karte. Ha! Oh, das ist natürlich ein mächtiger Draw. Dionaea ist ein mächtiger Draw. ja, wir holen uns Myrmleo aufs Feld. Schwert der Phantomritter ist voll okay für mich. Jawohl, Myrmleo aktiviert seinen Effekt und wir machen den festen Willen der Überlebenden kaputt. Boom. Du kannst eine Rangsteigerungskarte direkt von deinem Deck oder Friedhof setzen. Ja, ja, aber das ist ja... juckt mich ja gerade nicht. Wie gesagt, die Wasserlauffallgrube hat den Gegner schon ordentlich zugesetzt. Einmal, zweimal. Gehen wir mal in Alomerus. So, ich kann ihren Effekt nutzen, um noch eine Karte zu Spezialbeschwören. Ich glaube, das machen wir auch. 1, 2. Weil dadurch bekomme ich Genlisea aus Feld. Und Genlisea kann sich jetzt nochmal tributen. Und gönnt uns nochmal das, die Fallenstellerin. Und wahrscheinlich vom Deck eine bodenlose Fallgrube. Ich will dem Gegner nämlich nichts ins Deck zurückmischen. Wir deckouten ihn einfach. Ja. Wir deckouten jetzt einfach den Gegner. So, nicht anders. Wahrscheinlich hätte ich sogar noch die Wasserlochfallgrube mir holen können. Das wäre, glaube ich, auch nochmal ziemlich geil gewesen, aber
Mein Gegner hat sich gerade eh zugebaut. Also der wird hier sicherlich nichts mehr machen können. Nö, der wird hier nichts machen können. Jo, dreh dich mal in Verteidigungsposition. Ich habe noch meine die Krähe als Handtrap. Also falls er da irgendwas aus dem Grave rufen will, kriegt er es nicht hin. Endphase. Alles klar. Wir lassen den Gegner jetzt einfach decken. Jo, passt. Wir bauen uns jetzt hier noch ein entsprechendes Board auf. Dionea-Effekt. Wir holen uns... Macht es einen Unterschied, was wir uns holen? Ich kann mir Rafflesia holen? Okay, das wusste ich gar nicht. Das ist übermächtig. Auf jeden Fall passen wir jetzt einfach. Und Rafflesias Effekte sind auch noch live. Fallenstellere Monster, die du kontrollierst, außer Rafflesia, können weder durch Kampf noch durch Karteneffekte zerstört werden. Du kannst keine Fallenstellere Monster, die du kontrollierst, für Karteneffekte. Ja, easy game. Easy game. GG, well played. Wir lassen den Gegner jetzt einfach decken. Lieber Randomness, du wirst gedeckt. Du hast keine Chance. Jo. Wasserlauffallgrube OP. Wasserlauffallgrube ist mehr als OP. So, EDP haben wir auch noch. Auch super mächtig natürlich gegen die ganzen PK Knights. PK Knights, Phantom Knights. Oh, jetzt will er sich selber sacken. Okay. Gut. Dann mach das mal. Jo, doppel die Krähe ist natürlich nochmal umso besser. Mantis ist ebenfalls auf dem Feld. Wir nehmen den Search nicht. Pass. Also ich sollte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Cosmic Cyclone. Alles klar. In die Mitte. EDP. Pass auf, deswegen haben wir ja Mantis gespielt, meine ich. Wir können jetzt einfach die Karte zurückbouncen auf unsere Hand. Wait, du spielst CC und MST in dem Deck? Wie viel Backrow-Removal willst du haben? Ja. So. Jetzt ist EDP aber nicht mehr spielbar. Bin ich happy? Ich bin sehr happy. Ach, Phantom Knights, Leute. Okay, lieber Phantom Knights-Spieler, was machst du jetzt? Ha? Worauf hast du Lust? Kommst du hier nochmal irgendwie raus? Oh, ich bin ganz schön cocky gerade. Tja, und deswegen lieben wir solche Decks. Sie sind toxisch und sie machen Spaß. Zumindest, wenn man auf der anderen Seite steht. Also, Freunde, das soll es für Triplicks gewesen sein. Ich glaube, man konnte sich hier ein ganz gutes Bild davon machen, was dieses Deck so kann. Es ist nervig, es ist ein Control-Deck. Lieben wir. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid, lasst einen Daumen nach oben da. Dann sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Und bis dahin, haut rein, macht's gut und ciao. Euer Regi, Leute. Triplicks, signing out.